Ich habe es sehr genossen. Auch was ganz Besonderes für mich wieder. Ich würde das schon zählen dazu, dass es ein Highlight für mich in meinem Leben ist. Es wäre dann eine schöne Sache, wieder den Kindern so etwas ins Gesicht zu zaubern. Das erfüllt mich schon mit Stolz und das ist eigentlich so das Schönste. Hallo Leute, heute ist was ganz Besonderes für mich. Es geht wieder los, das Maximilian Arnold Wölfe Camp und ich zeige euch, wohin es geht. Los geht's! Das müssten 10 Familien sein. Du kannst auch deine Geschwister mitnehmen. Da weiß ich nicht, wie viele das jetzt insgesamt sind. Das ist eigentlich nur so das Ziel, dass die Kinder wirklich jetzt die nächsten 4 Tage das komplett vergessen können, dass die ein bisschen einfach das Leben mal so genießen können, wie es eigentlich ist. Und mal nicht da so daran denken, was eigentlich ist. Es gibt noch so eine Fragerunde. Das ist immer ganz lustig, wenn da gibt es wirklich Kinder, die sind super vorbereitet, die haben ihren Zettel da geschrieben und dann sind gefühlt 20, 30 Fragen und dann ein bisschen ein kleines Kennenlernen noch dazu, ein bisschen Quatschen auch, Fotos, Autogramme. Das soll jetzt nicht blöd klingen, aber ich versuche so emotionslos reinzugehen, weil ich glaube, wenn du zu sehr, das war zum Beispiel beim ersten Mal so, dann habe ich schon gedacht, ich weiß nicht, ob ich das immer machen kann. Weil mich das auch beschäftigt hat, mich hat das schon ganz schön aufgewühlt und man hat dann auch wirklich wirklich ganz komisch dann auch, konnte nicht richtig einschlafen, wusste auch gar nicht, wie ich da überhaupt das alles zu nehmen habe und zu lassen habe. Und du kannst einfach nicht mehr machen, obwohl du viel mehr machen möchtest, aber du kannst halt einfach nicht mehr. Und dann versuche ich das Ganze nicht ganz so nah an mich ranzulassen, was natürlich, es gelingt mir mal besser, mal weniger gut, aber ich versuche da eigentlich auch mir das nicht selber dann so zu zeigen oder für die Außenstehenden, für die Kinder, weil die Kinder sollen einfach mal das genießen, so wenn die das vergessen können. Deswegen, das ist eigentlich so mein Hauptaugenmerk und das gelingt mal besser, mal weniger. Da sind wir, los geht's. Das habe ich zwischen den 50 Kinder gemacht. Hallo! Also, erst einmal, die mich nicht kennen, ich bin Maximilian Arnold. Ich bin der Schirmherr. Ich mache hier den kleinsten Part, würde ich mal sagen. Ich glaube, alle, die hier ein grünes T-Shirt anhaben, ich glaube, die machen viel, viel mehr als ich. Das ist mir erstmal sehr, sehr wichtig. Das steht mir im Vordergrund oder das ist mir eigentlich am wichtigsten. Hallo! Viel Spaß. Gerne. Ui. Dann komme ich zu dir. High five. Jawohl. Bitteschön, das für dich. Hallo. Bitte. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas wissen möchtet, dann könnt ihr mich ganz laut fragen. Jawohl. Was war früher dein Lieblingsspiel? Mein Liebling, wo ich noch Kind war. Ich glaube, der sagt gar nichts, das war Zinedine Zidane. Doch. Okay. Der war mein Lieblingsspieler, zu dem habe ich gerne aufgeschaut. Hast du schon einen Pokal gewonnen? Ja, den habe ich auch schon. Schon 5 Stück. Ja, kannst du mir jetzt glauben oder nicht? Ne? 5 Stück habe ich schon gewonnen. Ist der Wolf dein Lieblingstier? Der Wolf mein Lieblingstier ist. Ich habe jetzt keinen Wolf zu Hause, also nicht im Garten. Und mein Lieblingstier war mal Meerschweinchen. Ja. Auch Kapitän bin ich jetzt erst seit 2 Wochen. Also es hat sich nicht viel geändert. Ich schlafe jetzt auch nicht mit der Kapitänsbinde zu Hause, sondern es ist alles ganz normal. Alles ganz normal. Ja. Meine Frage. Jawohl. Wie ist es, ein Held zu sein? Oh, ich bin gar kein Held.
Ich spiele nur Fußball. Weil ich finde, Helden sind die Menschen, die wirklich was Wichtiges tun im Leben. Und deswegen würde ich niemals sagen, dass ich ein Held bin. Bitte schön. So, bitte schön. Bitte schön, möchtest du noch ein Auto kaufen? Jawohl, zieht, jawohl. Bitte schön. Ich habe es sehr genossen. Auch was ganz Besonderes für mich wieder. Ich würde das schon zählen dazu, dass das ein Highlight für mich in meinem Leben ist. Es wäre dann eine schöne Sache, wieder den Kindern so etwas ins Gesicht zu zaubern. Das erfüllt mich schon mit Stolz und das ist eigentlich so das Schönste.